Situation ein Weichung. Für mich ganz klar für Wintersieg letztendlich. Ich glaube auch in der Höhe. Aber hätte nicht gedacht, dass ich herkomme und so geladen bin nach dem Spiel. Wenn ich eine Niederlage erleide, dann bin ich der Letzte, der irgendwelche Ausreden sucht. Oder ja, es ist für mich eine absolute Frechheit, was der Schiedsrichter heute gefunden hat. Und ich als Spieler selber war nicht der Fan davon, die Schiedsrichter anzugehen. Davon abgesehen, dass einige Spieler von uns die rote Karte, die zweite rote Karte, völlig klar, dagegen sage ich nichts, das wird auch eine deftige Geldstrafe geben. So darf man sich nicht auf dem Platz benehmen, das ist klar. Aber das Spiel haben wir aus der Hand gegeben, natürlich in der ersten Halbzeit. Ich glaube, die Elfmeter-Entscheidung ist sehr unglücklich. Für mich ganz klar kein Elfmeter. Die spielentscheidende Situation ist natürlich die rote Karte, wo sich wo zwei Spieler im Zweikampf sind und sich verhadeln irgendwie. Aber da war weit und breit kein Tritt zu sehen von meinem Spieler. Und da eine rote Karte zu zeigen, das ist sehr, sehr unglücklich. Und deswegen meine Bitte natürlich auch an den NOV, da ein bisschen nachzugehen, an den Schiedsrichtern nachzugehen, dass wir da eine vernünftige Saison spielen können. Und das andere ist der Linienrichter. Für mich eine absolute Frechheit. Ich kenne den Namen jetzt nicht, der auf meiner Seite war. Eine absolute Frechheit, wie der sich benimmt. Ja, man, wir sind alles Menschen, wir machen alle Fehler. Man kann auch eine Fehlentscheidung machen. Ja, da steht man halt dann drüber. Aber um meine Spieler dann zu beleidigen, das geht gar nicht. Und ich glaube, das passt nicht zum Fußball, das ist kein Fair Play. Und ja, das gehört eigentlich nicht dazu hierher, auch auf dem Platz. Und so sollte man sich auch als Schiedsrichter, der natürlich eine Vorbildfunktion sein sollte, nicht benehmen. Und ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin geladen, deswegen natürlich aufgrund dieser Situation. Aber wenn wir zum Spiel kommen, ja, kurz und knapp, wie gesagt, verdienter Sieg. Die entscheidende Situation, wie gesagt, immer noch der Elfmeter. Wenn du nach Malchow fährst, sind da anderthalb, zwei Stunden Fahrt, dann willst du natürlich trotzdem was mitnehmen. Und ich glaube, gegen diese Malchower Mannschaft, heute an diesem Tag, war, glaube ich, ein Sieg drin. Ich glaube, das war nicht die beste Malchower Mannschaft, die wir gesehen haben. Ich glaube, die können sicherlich eine bessere Leistung abrufen. Und es ist natürlich schade. Also, dass man dann so untergeht hier, ist natürlich sehr, sehr schade dazu. Wie gesagt, hat der Schiedsrichter meiner Meinung nach einen sehr, sehr großen Anteil. Aber letztendlich, muss man ehrlich sagen, ist es ein verdienter Sieg. Und gratuliere nochmal zu. Danke, Dina. Jetzt bitte ich André Schröder, Trainer des Malchower Sportvereins. Ja, und natürlich bin ich überglücklich. Erstmal danke für die Glückwünsche. Insgeheim hatten wir das Ziel, 20 Punkte zu erreichen. Die 20 Punkte haben wir damit im Sack. Damit haben wir, denke ich mal, eine gute Hinrunde gespielt. Zu die Leistung einer Mannschaft, muss ich auch mal so sagen. Wir haben einen riesengroßen Umbruch vollzogen. Wir haben neue Spieler geholt aus der Region. Spieler aus der Landesliga, Spieler aus der Verbandsliga. Und man sieht auch, dass man mit diesen Spielern arbeiten kann. Die haben das super gemacht, alle. Wir haben sehr viel Geduld gehabt, wurden am Ende belohnt. Ich bin richtig stolz drauf. Zu Anfang des Spiels dachte ich auch erst, als dieses Gegentor kam, Mensch, das Kind da hinten sah schon wieder aus wie ein Hühnerhaufen, wenn das heute noch jetzt in die Hose geht, kurz vor der Weihnachtsfeier. Aber ich muss dazu sagen, ich habe zu meinen Jungs immer gesagt, das habe ich auch gesagt, als ich hierher gekommen bin, dass was passiert, kann man nicht rückgängig machen. Aber man kann dafür sorgen, dass es nicht mehr passiert. Und damit haben sie sich bis zur Halbzeit rausgezogen. Ja, sicherlich spiegelt die rote Karte das uns natürlich in die Karten. Aber ich muss dazu auch mal sagen, auch wenn man mit einem Mann weniger spielt, ist es nicht immer so einfach. Ja, manchmal ist es ganz auch nach hinten losgehen, aber die Jungs haben gesagt, wir gehen voll rauf, wir pressen weiter. Und das haben wir auch gut getan und denken in der Meinung, wir haben ein sehr gutes Spiel abgeliefert. Die Jungs haben sich damit auch wirklich das Weihnachten verdient.